Okay. So Real Life würde ich einen Bananensplit jetzt essen. Oh, so ein Bananensplit wäre jetzt was, das stimmt. Nur, glaube ich, werden wir hier mitten in der Karibik leider keinen Eisstand finden. Also sollte dieses Video von einem Entwickler geguckt werden, Leute, wir brauchen hier mehr Eisstände. Moin, moin, Ladies and Gentlemen und herzlich willkommen zurück zu Sea of Thieves. Ich bin der Dicke und wieder am Start, Nick aka Dome. Servus, Leute. Göbbi. Jo, Grüße. Und MC Philbert. Moin. Servus. Und wie ihr in der letzten Folge auf dem Kanal Zocken mit Nick eventuell gesehen habt, sind wir gerade auf dem Weg zu unserer zweiten Insel, unsere Schatzsuche, wie auch immer, Kopfgeldjagd betreffend. Und jo, ja. So ist das. Wir sind gerade abgelegt, da ist die Insel aus der letzten Folge und wir sind auf dem Weg ja, zu neuen Ufern, wenn man so will. Der Kurs, das dauert alles ein bisschen. Wir haben festgestellt, die große Galeone, ich weiß das immer, ich muss mir das mal merken irgendwann, wie auch immer, ist natürlich etwas träger als dieses kleine lustige Schiff, was uns im Schwerpunkt die letzte Woche begleitet hat. Aber dazu später mehr, würde ich sagen. Jetzt gehen wir erstmal auf Kurs, dann geben wir Vollgas und dann haben wir jede Menge Zeit zu quatschen. So. Einmal kurz hier das Steuer etwas gerade gerückt. Und dann haben wir jetzt. Wir waren gerade knapp am Kartenrand. Das war ganz schön knapp. Okay. Ja, am Kartenrand stirbt man nämlich dann langsam und dann immer schneller. Jo. Das ist quasi das Eichsfeld hier. Ich verstehe. Jo. Sehr gut. So. Ja, ich dachte, das ist ein Dreieck. Auch das. So, Kurs ist gesetzt. Wir können die Segel anpassen, Leute. Jawohl, mache ich. Das ist übrigens auch eine, ja, ich sag mal, Errungenschaft bzw. eine Erkenntnis der letzten Woche, dass wir diesen Segel drehen. Das hatten wir in den letzten Folgen tatsächlich noch nicht so drauf. Inzwischen läuft das ganz gut, weil wir hatten inzwischen ja eine Woche Zeit in etwa, ein paar Tage, um hier ein bisschen klar zu kommen in diesem Spiel, weil die letzte Aufnahmesession liegt da jetzt tatsächlich schon ein paar Tage zurück. Und wir sind jetzt quasi in der zweiten Session. Was ist heute eigentlich für ein Tag? Heute ist Sonntag, genau. Heute ist Sonntag. Sonntag, genau. Ja, nur damit ihr Bescheid wisst, Leute. Also, alles im Griff hier. Umfahr mal die Insel vorne ein bisschen rechts drumherum. Da ist ein Kanonenturm drauf. Insel vorne ein bisschen rechts drumherum. Okay, dann nehme ich erstmal Kurs auf diesen Stein, der da so ist. Jawohl. Dieser große Fels, der einfach nur aus dem Meer rausragt. Vielleicht ist es auch ein Eisberg. Das könnte sein. Fühl mal ein auf Titanic. Warte, ich will die Instrumente raus. Theoretisch könnten wir auch den Kurs ein bisschen anpassen. Wir müssen nämlich ein bisschen mehr östlich. Ein bisschen mehr. Nur ein Ticken. Östlich. Ticken mehr östlich, aber wir kriegen wir hin. Warum ist das immer dasselbe? Hier gibt es kein Titanic-Lied für die Instrumente. Das wäre cool, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das im Rahmen einer Folge schon mal gesagt hatte. Es gibt auf jeden Fall einen Titanic-Erfolg. Ja, das stimmt. Okay. Während das Boot sinkt, quasi Musik spielt. Ja. So als kleine, ich weiß nicht, ist das dann eine Anekdote zu dieser Band, die da auf dem Titanic-Schiff da noch rumgespielt hat? Ich würde eher sagen, eine Hommage. Eine Hommage, Hommage. Ja, sehr nice, so ist das manchmal. Schießen, Beschuss. Ja, da kommen sie. Ah, alles gut, ja. Alles gut, entspannt euch. Clever. Wobei, ach, lächerlich. Der eine. Aber wir haben volle Fahrt eigentlich. Lächerlich. Lächerlich. Treffen. Ja, wir sind gleich out of range hier. Oh, echt krass, wie es aussieht. Könnten wir die Segel noch ein bisschen anpassen? Oh, der eine war knapp. Ja. Okay, Segel anpassen. Ja. Passt der Kurs jetzt so? Ich prüfe. Ich prüfe auch. Ach so. Nee, mehr östlich. Noch ein bisschen östlich. Okay. Das sieht gut aus. Jo. Wer jetzt? Na du. Oh, danke. Das ist aber freundlich von euch. So. Wir sind mittlerweile bei 10.325 Gold. Siehst du, apropos, ja genau, ihr habt es ja in der letzten Folge quasi schon bei
Dome auf Kanal gehört. Und zwar haben wir jetzt hier angefangen, schon mal die ersten Level hier zu verteilen. Das gucken wir uns dann aber am besten nochmal direkt beim Händler direkt an. Ja, habe jetzt tatsächlich auch den Goldsammler schon auf Stufe 14. Ich weiß nicht, sollte ich jetzt schon das Endgame so ein bisschen spoilern? Ich habe da nämlich Dinge gehört. Du hast Dinge gehört? Ich habe Dinge gehört. Oder soll ich es lassen? Na, wie groß ist denn der Spoiler? Ist es ein sehr großer Spoiler? Nee, es ist im Endeffekt, ja, ich sag mal, ein Ziel mehr oder weniger, was könntest du ja erwähnen. Also das Ziel ist es grundsätzlich, ja, irgendwo ein legendärer Pirat zu werden oder irgendwie so. Die Begrifflichkeiten entschuldigt da vielleicht, falls ich da irgendwas verwechsle. Aber legendärer Pirat bedeutet, man ist der übelste ruhmreiche Typ und hat quasi bei allen Fraktionen das Level 50 erreicht. So, und das ist das Ziel. Ach so. Okay. Also quasi der König der Piraten werden. Quasi. Ich glaube, wir schippern gerade ein bisschen an unserem Tier vorbei. Oh, schön. Ist das was hier links? Das müsste von uns tatsächlich rechts von uns sein. Rechts von uns? Rechts? Oh, ach, ja. Die große da drüben rechts, okay, ja. Ich hau mal harten Anker. Nee, dann noch nicht, oder? Na doch, einmal mal zum Turn. Klar, geht immer. Okay. Okay, warte, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt haben wir zu weit geturnt. Ich glaube auch. Warum? So. Okay. Ne, das Ding war schräg links vor uns, ne? Ja, du musst erst mal warten, bis wir dagegen lenken können, Gabi. Ach so, ja, die Geschichte. Entschuldigt. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Also jetzt musst du links. Links von uns ist das Ding jetzt, so. Genau. Ja, da vorne, genau. Sehr gut. Ja, ich meine, ist ja nicht so, als hätten wir keine Zeit. Ja, ist alles gut. Eben. Ein schönes blaues Wasser, super Musik. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da vorne ist ein Frack. Och nee. Da ist wie eine Stunde. Okay. Ja, ne genau, und das, wir sind gerade unterbrochen worden, glaube ich. Na, auf jeden Fall ist das quasi das große Ziel und danach, wenn man das erreicht hat, passieren tatsächlich noch Dinge, die ganz krass sein sollen. Aber das würde ich sagen, sehen wir dann, wenn es dann irgendwann soweit ist. So, ich gehe jetzt mal voll nach rechts und wenn wir dann so parallel zum Strand sind, dann können wir da hier nochmal das Gerät ins Wasser lassen. Ja. Der Gerät wird niemals müde, lass runter. Ja, lass runter. Und ab dafür. Geil. Ab dafür. Oh, herrlich. So, sehr gut. Ich nehme auf jeden Fall nochmal Munition mit. Kurz. Oh, wo ist die Munition? Unter Deck. Also lange Munition nehmen. Unter Deck, ja. So, Munition ist am Start und ich hoffe, ich habe jetzt nicht die ganze Action verpasst. Nö, alles gut. Wir warten hier noch am Strand. Hier ist eine Glocke. Eine Glocke? Ja. Okay, die erste Weg mal. Was? Warte mal auf Arno. Alles gut, entspannt euch. Aber mit dem Boss könntet ihr auf mich warten. Ach, da liegt sogar so ein explosives Fass schon wieder am Strand. Ja. Sehr gut. Jo. Missing Captain Jack. Hier ist ein Steckbrief. Oh oh. Das sieht auch nicht aus wie Jack Sparrow. Muss irgendwas anderes sein. Nee, sieht weiblich aus, leicht. Das ist ja auch so ein Faker. Ja, oder Pro. Okay, also ich höre auf jeden Fall wieder Musik. Ich auch. Hier ist auch irgendeine Flasche, nee, nichts Besonderes. Das Wort hier. Achtung. Boah, was? Okay, ich glaube, hier geht die Party. Hier sind wir richtig. Ja, okay. Ja, ich glaube auch. Achtung hinter euch. Musketen sogar. Okay, krass. Wow. Von hinten. Aber unfair. Ekelhaft. Hier kommen noch mehr. Ekelhaft. Da ist der Captain. Da ist der Captain. Achtung. Oh. Da rennt wir hinterher. Ich hab Gabby in den Rücken geschossen. Aua. Ja. Oh. Nee, das Kopf. Hasserfüllter Kopfgeldschädel. Ja. Nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, hier gibt's vielleicht noch irgendwas anderes, oder? Ah, egal. Wollen wir die Quest abgeben oder? Insel noch ein bisschen absuchen. Insel absuchen hört sich gut an, dann mal drüber gucken. Insel absuchen klingt gut, ja, stimmt. Okay.
Aber die Fahrt gilt auf jeden Fall aktuell als abgeschlossen. Das ist doch schon mal schön. Jo, nicht schlecht. Ist auf jeden Fall noch Fässer am Start. Habt ihr noch Platz für Holzbretter oder so? Ich nicht. Aber okay. Grundsätzlich diese, wenn hier irgendwo so ein weiterer Schädel liegen sollte, liegen die ja meistens am Strand. Dann guck mal einfach mal am Strand rum. Ich glaube auch. Ich habe noch eine Höhle gefunden. Das hört sich gut an. Höhle klingt auch gut, ja. Das ist ja heute quasi die Aufnahmesession der Höhlen, wenn man so will, ne? Erst in der letzten Folge die Höhle, jetzt eine Höhle. Wo ist denn die Höhle? Wenn du auf der Insel stehst, am Nordwesten, am Strand, da geht's dann so rein. Nordwesten am Strand, okay, warte. Kurz mal den Kompass in die Hand genommen. Ich laufe natürlich gerade Richtung Süden. Sehr gut. Alles klar. Ich muss aber eigentlich gehofft, dass hier eine Kiste drin wäre, aber noch Fässer mit Loot. Okay, dann können wir das natürlich getrost ignorieren. Theoretisch. Ja, ich glaube schon, ja. Ich habe eine Schatztruhe gefunden. Nice. Ja, gut. Einfach so, oder was? Ja. Ich bin jetzt hier gerade nochmal am Strand bei unserem Boot, aber da ist auch nicht. Was ist das für eine Schatztruhe? Zeig mal her. Ja. Ich leg's dir mal hin. Nee, ich habe ja schon was. Aber ich glaube, die bringt ordentlich Kohle hier mit diesem Goldbeschlag und so. Ja, ich schaff's doch. Das wird nice. Hier liegt auch noch ein explosives Fass, wenn das noch einer mitnehmen will. Ja, ich bring's mal kurz ins Boot, dann hole ich das Explosivfass noch. Jo. Ja, diese Dramatik immer. Krass. Hier ist ein Steg zum Anlegen. Ja, den habe ich auch schon gesehen. Ja, Steg braucht man nicht. Da ist nichts Besonderes irgendwie. Okay. Ist voll der Rotz. Jo. Auf jeden Fall eine erfolgreiche Ausbeute hier, muss ich sagen. Drei Schädel jetzt schon hier, eine Schatztruhe noch dazu. Vier, Mensch, geil. Jo, naja, dann kommt er wieder an Bord. Ich bin im Zulauf. Ich hole noch das Schießpulverfass. Ich gebe alles. Er schwimmt auf jeden Fall ganz schön schnell, muss ich sagen. Das ist schon nice. Also unter Wasser jetzt hier. Das ist schon erwähnenswert. Ja, ist auf jeden Fall sprinten, wie es sein sollte. Ja. Aber es ist heute ganz schön ruhig hier, hä? Kaum Wellen, keine Boote. Das muss ich auch sagen, ja. Vielleicht schlafen die anderen Piraten noch. Man weiß es nicht. Okay. Die haben gestern einen zu viel gebäschert. Ja. Da ging der ein oder andere Rock wohl durch die Runde. Also geht mal jetzt ab, ja? Ja, würde ich sagen. Langsam okay. Zu irgendeinem Outpost zurück und dann quasi. Da kannst du ja noch eine Waffe kaufen, ne? Wenn du Kohle hast. Eine neue Waffe kaufen, ja, siehst du, wir müssen auf jeden Fall bei Gelegenheit mal shoppen. Leute, wie ihr seht, ich bin bei 17.491 Gold. Ich denke, dafür kriegt man schon irgendwas Cooles. Ich bin am Steuer. Also für 13.5 kriegst du, glaube ich, die Sniper, die Gabby hat. Die habe ich auch gespart. Südwesten. Okay. Mehr Westen. Ja. Jo. Das war wie in der allerersten Folge, wo wir diesen einen Schatz gefunden haben am Wasserfall, Arno. Ja. Der war ja auch einfach random. Der Schatz lag jetzt auch einfach random links so am Strand zwischen den Klippen. Okay. Bei der ersten Folge, wo keiner wirklich weiß, was mit diesem Schatz dann passiert ist. Ja, stimmt. Das müssten wir vielleicht auch irgendwann noch aufklären. Also ich habe da noch unveröffentlichtes Videomaterial, was auf jeden Fall äußerst spaßig ist. Okay. Und links von uns müsste die Insel sein. Links? Nee, rechts da vorne. Doch, oder? Links. Links? Die kleine da? Nee, rechts von uns. Rechts von uns, sorry. Was? Rechts? Ja, Arno hat recht gehabt. Ich hatte... Hart rechts? Links, rechts... Ja, Schwäche, meine ich. Ich snack mir erstmal eine Banane rein. Auch eine Banane?
Gerade nicht, danke. Ich bin auf Diät. Okay. Real Life würde ich einen Bananensplit jetzt essen. Oh, so ein Bananensplit wäre jetzt was, das stimmt. Ich hätte eine Banane so für dich, hier. Die kannst du schicken. Oder wo wir jetzt schon bei Eis sind, so einen schönen Haselnuss-Eisbecher oder. Oh. Krokant. Ja, wenn es darum geht, mal das eins, das heißt halt glaube ich. Das wäre jetzt auch geil, ja. Ja. Nur, glaube ich, werden wir hier mitten in der Karibik leider keinen Eisstand finden. Nein, denke ich nicht. Schade eigentlich. Kannst du dir eins vorstellen. Also sollte dieses Video von einem Entwickler geguckt werden, Leute, wir brauchen hier mehr Eisstände. Ja. Das ist so, eine Marktlücke, ja. Auf jeden Fall. Sanctuary Stimmt. Outpost, Leute, wir sind da. Haut einen Anker raus. Ja, ruhig bleiben, entspann dich. Alle. Ja, aber ich glaube, wir können ja einfach so frontal. Ja. Nee, ich glaube, das ist ja zu spät. Nee, mach gleich den Anker. Oh, nein, jetzt noch nicht den Anker. Was ist da los? Ich mach doch nichts. Warte. Ja, da ist ein Stein hier vor uns quasi. Ja, war schon gut so. Hätte noch 2-3 Sekunden warten können. Ja. Alles gut. Alles gut. So, dann schnappt sich jeder irgendwie was zum Abgeben und dann geben wir ab. Und dann geht das los hier. Hasserfüllter Kopfgeldschädel. Ja, das klingt doch super. So, wo ist der Händler? Irgendwo mittig, glaube ich. Mittig, jawohl. Wer hat die Schatztruhe? Ich hab's da. 291, naja. Da war doch die Schädel, Alter. Die bringen richtig Kohle, glaube ich. Ja. Okay, nur so viel war es jetzt nicht. Jo, so, gab das nicht mal mehr? Es kommt immer drauf an, was das für ein Schädel ist, ne? Also es gibt, ich weiß jetzt nicht mehr die Namen von den Dingen. Ja, los, Hass erfüllt hat man jetzt, ja. Ja, es gibt da ja auch diese, wie war der, grausiger Schädel oder sowas? Auf jeden Fall, die knallen da ganz gut rein. Okay. Ja, tatsächlich, hier 13,5 kostet die Sniper. Gibt es ja in allen Varianten, das ist ja cool. In Pink, in Gold, in Grün und Blau. Ja, ich hab jetzt nochmal hier den letzten Schädel geholt und dann werde ich mir das gleich auch mal angucken. Oder wir sagen mal, wir kaufen schon irgendwas fürs Boot, aber ich glaube für die paar Goldstücke, die ich da jetzt habe, kriege ich noch nichts fürs Boot, oder? Ich glaube nicht. 70.000 oder irgendwas waren es, die wir brauchen für einen Upgrade für irgendwas. Also wir haben ja grundsätzlich noch ein bisschen Zeit, deswegen würde ich sagen, Leute, wir gucken jetzt gleich mal in den Shop rein und gucken mal, was da quasi so am Start ist, was man hier wo kaufen kann. Weil es gibt tatsächlich jede Menge, was man kaufen kann. So, vorher noch eben das Ding abgegeben hier, Bob, zack, auf 426, Hass erfüllt, okay. So, dann schauen wir doch mal, fangen wir hier vorne direkt am Steg an, weil hier ist der Händler zum Verkauf von Schiffkram, Zubehör. Optimierungsdings. Schnickedings. So, sie ist Sherry. Sherry, grüß dich. Angebot durch Stöbern. Da gucken wir natürlich gleich mal rein. Und ja, hier sehen wir schon der ultimative Wucher für so ein bisschen Stofflappen zum ans Boot hängen. Hier 70.000. Kann man mal machen. Schon hab ich. Ja, was mich jetzt aber allerdings stört, es scheint kein schwarzes Segel zu geben. Sehe ich gerade. Was gibt's denn hier so? Sag mal, ja. Es gibt blau, grün, ich sag mal so ein leichtes, ausgewaschenes Rot und braun, dann intensives Rot, intensives Gelb mit Weiß, ein bisschen helleres Blau und grün. Kein Schwarz. Also da, lieber Entwickler, ich will auf jeden Fall ein schwarzes Segel haben. Was ist los bei euch? An der Stelle, ja. Aber das gefährliche Segel von Sea Dog, das gefällt mir, das blaue. Gefährliche von... Segel, das ist noch verschlüsselt. Ja, aber, nee. Egal. Und was ist denn... Ja, da kann man noch weitere oben auswählen. Nee, kann man nicht, scheiße. Ach, Mann. Egal. Ich gehe davon aus, dass da einiges passieren wird noch. So, nichtsdestotrotz haben wir hier oben natürlich, warte mal, ist hier auch ein Laden drin? Hier ist verschlossen, okay. Hier drüben gehen jetzt die Geschäfte los. Hier so mit so einer Zielscheibe hier an der Seite. Ich gehe mal davon aus, hier geht es um Waffen in jeglicher Form.
Wie geht's dir heute? Nein, Wendy ist... Wendy. Sie heißt echt Wendy. Die hat eine eigene, die hat eine eigene Zeitung. Krass. So, hier gibt's, Knarren. Und zwar für 13.500 irgendwelche lustigen Mumpeldinger. Also im Endeffekt, das ist ja das, was wir schon haben. Dann haben wir hier Messer. Braucht man nicht. Und dann hier diese Scharfschützengewehre. Ne? Die sind natürlich cool. Gabby, welches hast du da jetzt? Das Goldene? Das Goldene, ja. Okay. Ich finde es blau-weiß ja ganz cool. Das erste, oder was? Okay. Das Goldene ist auch cool. Also, hier so kann man auch noch weiter durchseppen. Achso, hier für 27.000 gibt es dann noch weitere. Andere. Ich habe auch schon irgendwas freigeschaltet, offensichtlich. Sehr gut. Egal, dann hole ich mir jetzt erstmal so eine Knarre hier. Am besten, ja, ich nehme das hier. Ja. Jo. Da ist doch schon wieder jemand betrunken. Ja, da haben wir das hier getrunken, ja. So, da gucken wir uns doch die Wumme auch mal direkt an. Achso, ich muss mich jetzt erst umziehen, oder? War das nicht so? Glas ist leer. Ich habe jetzt noch diese Pistole. Das heißt, ich brauche... Na toll, wo ist denn jetzt die nächste Umkleidekammer hier? Ausrüstungstruhe. Nee, du musst dann das Arsenal hier an den Kasten hier. Arsenal hier, Kasten hier? Ja, hier, wo du es gekauft hast. Ach, hier. Ach, Tatsache, okay. Sehr gut. So, und da kann ich jetzt... Oben Scharfschützengewehr auswählen und dann wählst du es auf eine Zahl und dann... Ach, wir hatten vorher schon ein Scharfschützengewehr. Nee. Doch? Ich habe ja schon so eine Holzwumme. Ja, stimmt. Jetzt, toll, jetzt hat mir jemand ins Gesicht gekotzt. Jetzt wo ich... Das war bestimmt Philipp. Jetzt, wo ich hier mit dem Sniper-Gerät mal ein bisschen rummachen wollte, da... Ich habe jetzt auch nur die Sniper genommen. Okay. Ja, okay. Sniper ist am Start. Und ich würde sagen, Leute, ja, die Kohle ist nahezu empty. Also wenn wir mal gucken, noch 5.700, das ist natürlich nicht viel. Deswegen würde ich sagen, den ganzen anderen Kram, das gucken wir uns dann irgendwann mal an, wenn, ja, ich sag mal, mehr Kohle am Start ist oder sowas, kriegen wir hin. Nichtsdestotrotz würde ich an der Stelle den Cut machen. Wie gehabt, nächste Folge bei... Zocken mit Nick auf dem Kanal, beziehungsweise bei Dumme auf dem Kanal. Hat mich voll gekotzt. Und ja, ich würde sagen, wir trinken hier noch ein bisschen und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall zum nächsten Abenteuer in Sea of Thieves. Wie immer, Daumen hoch runter, wie es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Tschüss. Ciao.